Die Dessauer Wallwitzburg soll wieder aufgebaut werden. Dieses Ziel hat sich ein gleichnamiger Verein gestellt, der Anfang des Jahres gegründet wurde. Die Mitglieder wollen das einstige Wahrzeichen des Bäckerbruchs wieder zu dem beliebten Aussichtspunkt machen, der er einmal war. Ein großes Schild warnt an der Ruine der Dessauer Wallwitzburg vor dem Betreten des Gebäudes. Die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, jahrzehntelanger Verfall, aber auch Vandalismus haben das vor über 200 Jahren errichtete Gebäude in Form eines mittelalterlichen Burgrestes schwer in Mitleidenschaft gezogen. Im Rahmen des Projektes Gartenträume plant die Stadt Dessau nun, die Burg teilweise wieder aufzubauen, sie durch eine Betondecke gegen die Witterung zu schützen und eine verzinkte Stahltreppe als Aussichtspunkt zu errichten. Ein Vorhaben, das vom neu gegründeten Verein Wallwitzburg Dessau prinzipiell zwar unterstützt wird, den Aktivisten aber nicht weit genug geht. Und wir haben uns das Ziel gesetzt, die Wallwitzburg in den nächsten 10 Jahren wieder aufzubauen. Das soll mit Hilfe von Spenden und Sponsorengeldern geschehen. Und die Wallwitzburg soll dann wieder genauso aussehen wie vor dem Krieg. Das heißt mit dem Treppentürmchen und mit dem Ziegelbau, wo man dann oben raufgehen kann und von da an schöner Aussicht über die Elbe hat. Die Sicherungsmaßnahmen der Stadt könnten zu einer gewissen Zufriedenheit führen, die sich neben finanziellen Gründen negativ auf den Wiederaufbau auswirken könnten, so die Befürchtungen des Vereines. In den kommenden Monaten und Jahren sollen daher vor allem Spenden gesammelt sowie Mitglieder und Sponsoren geworben werden. Der symbolische Verkauf der Treppenstufen zur Burg soll weiteres Geld in die Sanierungskasse bringen. Für 2 der Stufen gibt es bereits Interessenten. Sollte der Plan des Vereines aufgehen, könnte die Rekonstruktion der Wallwitzburg zu ihrem 111. Geburtstag im Jahre 2010 bereits begonnen haben oder sogar schon abgeschlossen sein.